Hallo und herzlich willkommen bei Seenluft 24, der Tag mit den Nachrichten vom 7. Oktober 2021. Durch eine stärkere Vernetzung vorhandener strategischer Entwicklungskonzepte und die Verknüpfung mit neuen Ideen will die Landesregierung Brandenburg die Wachstumsdynamik im Land Brandenburg erhalten und weiter ausbauen. Nach dem Auftaktdialog in dieser Woche mit den Bürgermeisterinnen und Landräten sollen zwischen November 21 und Januar 22 Regionalgespräche in allen Teilen des Landes stattfinden. Ziel ist es, dass im Laufe des Jahres 2022 die regionalen Akteure untereinander sowie dem Austausch mit der Landesregierung Schlüsselvorhaben zur Regionalentwicklung bestimmen. Wie bereits im vergangenen Jahr, so nutzt die Stadt Senftenberg auch in diesem Jahr die touristische Nebensaison, um die blauen Informationsstelen und Infoquader neu zu streichen und mit einer neuen Beschichtung zu versehen. Senftenberg erneuert die blauen Infostelen in der Stadt. Nachdem 2020 der Bereich Bahnhofstraße abgearbeitet worden war, sind in diesem Jahr weitere Bereiche der Innenstadt und der Schlosspark dran. Damit beauftragt ist eine Fachfirma aus Schwarzbach. Die Arbeiten stehen kurz vor dem Abschluss und die meisten blauen Elemente erstrahlen schon wieder wie neu. Nach der Sanierung der Bahnhofstraße vor 12 Jahren waren in den Folgejahren dort und in der Innenstadt sowie im Bereich Schlosspark die Informationsquader aus blau beschichtetem Beton aufgestellt worden. Sie wiegen bis zu 2,7 Tonnen und sind weit mehr als nur Wegweiser. Sie enthalten Informationen zur Stadtgeschichte und sind Gestaltungselemente, die Verbindungsachsen in der Stadt markieren. In der Ferienzeit vom 9. bis zum 31. Oktober ist das Senftenberger Museum des Landkreises Oberspreewald-Lausitz länger geöffnet. Besucher können täglich von 10.30 Uhr bis 17.30 Uhr die Ausstellung erkunden. Für Kinder, die selbst in die Rolle der historischen Stadtbewohner schlüpfen möchten, stehen in der Ferienzeit zudem 4 Kreativkurse auf dem Programm. Bei der Kinderführung von Blauen Löwen und Roten Bullen am Dienstag, dem 12. Oktober um 10 Uhr und am Donnerstag, dem 21. Oktober um 14 Uhr stehen Tiere in der Stadt im Mittelpunkt. Für alle Ferienkurse ist eine Voranmeldung unter Telefon Senftenberg 870 2400 erforderlich. Der öffentliche Gesundheitsdienst, kurz ÖGD, dazu zählen insbesondere die kommunalen Gesundheitsämter, wird personell aufgestockt, modernisiert und vernetzt. Das sind Ziele des Paktes für öffentliche Gesundheitsdienste, auf den sich die Gesundheitsministerinnen und Minister von Bund und Ländern geeinigt haben. Im Rahmen des ÖGD-Paktes stellt der Bund in den Jahren 21 bis 26 insgesamt 4 Milliarden Euro für Personal, Digitalisierung und moderne Strukturen zur Verfügung. Brandenburg soll davon nach aktuellem Stand insgesamt 94,2 Millionen Euro erhalten. Und das sind weitere Meldungen in unseren Kurznachrichten. Brandenburg geht einen weiteren Schritt auf dem Weg zur digitalen Verwaltung. Dafür wurde das Landesportal service.brandenburg.de für seine Nutzer neu designt und mit erweiterten Funktionen ausgestattet. Es bündelt dabei die Informationen von Bund, Land und Kommunen an einer einzigen Stelle. In Brandenburg hat sich die Zahl der laborbestätigten Covid-19-Fälle innerhalb der letzten 24 Stunden um 368 erhöht. Im OSL-Kreis kamen 11 neue Fälle hinzu. Die 7-Tage-Inzidenz liegt hier bei 41,5, in Spree-Neiße bei 44,2 und in Elbe-Elster bei 34,6. In den Herbstferien wird es für die Brandenburger Kinder und Jugendliche erneut Angebote der Ferienbetreuung in Verbindung mit Lernangeboten geben. Sie werden vom Jugendministerium finanziell gefördert. Für die Angebote in den Herbstferien wurden von den Trägern Fördermittel in Höhe von 430.000 Euro für etwa insgesamt 1.700 Kinder und Jugendliche beantragt. Das für den kommenden Sonntag, 10. Oktober geplante Kammermusikkonzert mit dem Hornquartett des Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt-Oder findet aus organisatorischen Gründen nicht statt. Es entfällt leider ersatzlos, teilt die neue Bühne Senftenberg mit. Genesen ist nicht immer gesund. Eine SARS-CoV-2-Infektion kann auch bei milden Krankheitsverlauf und unbemerkter Infektion längerfristige gesundheitliche Folgen haben. Im Land Brandenburg bieten bereits 11 Reha-Kliniken und ein ambulantes Reha-Zentrum spezielle Angebote für die Behandlung des sogenannten Post-Covid-Syndroms an. Damit ist das Land in diesem Bereich im gesundheitlichen Vorsorgung im Ländervergleich Vorreiter. Ziel ist es jetzt, unter dem Dach Reha-Land Brandenburg ein Netzwerk zu bilden, in dem Behandlungs- und Rehabilitations Konzepte gemeinsam weiterentwickelt werden. Und nun geht es zu den aktuellen Polizeimeldungen.
Auf der Hanseatenstraße in Senftenberg wurde am Mittwoch ein Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde bei dem 59-Jährigen ein Atemalkoholwert von 2,06 Promille festgestellt. Eine beweissichernde Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden. Am Donnerstagvormittag wurde die Polizei um 8.45 Uhr auf der A13 bei Ortrand gerufen, da unweit der Landesgrenze ein verlorener Holzbalken für mehrere Verkehrsunfälle gesorgt hatte. Ein LKW und insgesamt 4 Pkw hatten dem Hindernis auf der Fahrbahn nicht mehr ausweichen können und waren darüber gefahren. Personen kamen nicht zu Schaden, aber bei einer Gesamtbilanz der Sachschäden von rund 4.000 Euro mussten für 3 Fahrzeuge Abschleppdienste bestellt werden. Nach dem Verursacherfahrzeug, das seine Ladung verloren hatte, wird im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gefahndet. Bei einer Kontrolle kurz nach Mitternacht zum Donnerstag wurden 2 Fahrradfahrer in der Senftenberger Bahnhofstraße gestoppt. Ein 27-Jähriger führte ein Fahrrad bei sich, das als gestohlen in der Fahndung stand. Es wird sichergestellt und der junge Mann wird sich zu erklären haben, wie er in dessen Besitz kam. Und das waren die Nachrichten und nun geht es zum Wetter. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Die kommenden Tage werden sehr freundlich, aber spürbar kälter. In Bodennähe sind Nachtfröste möglich. Der Freitag ist zweigeteilt. Erst ab Mittag wird es freundlich bei maximal 15 Grad. Samstag und Sonntag zeigen sich am Himmel kaum Wolken und die Tagestemperaturen erreichen 13 Grad. An allen Tagen ist es trocken. Musik